Was lange währt, wird gut. Treffender hätte es Wittenbergs Oberbürgermeister Eckhard Naumann am 6. Mai im Alten Rathaus nicht sagen können. Er bezog sich damit auf das Mammutprojekt Einkaufszentrum Wittenberg, welches auf dem 11.000 Quadratmeter großen Arsenalplatz errichtet werden soll. Nachdem man einige Jahre an den Vorbereitungen saß, konnte am besagten Tag endlich ein wichtiger Schritt nach vorn gemacht werden. Der Startschuss für die Baumaßnahme sollte fallen. Hierzu begrüßte Naumann besonders den Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts, Dr. Rainer Haseloff, und die Vertreter der Berliner Bauherren, Dr. Alexander Schlag, vom Projektentwickler MIB AG und Fred Sass von der OFB Projektentwicklung GmbH, gleichzeitig auch Geschäftsführer der Einkaufszentrum Wittenberg GmbH. Nach kurzen Erläuterungen zum Projekt ging es dann zur Baustelle auf dem Arsenalplatz, wo der Baustart auch symbolisch erfolgen sollte. Dreimal wurden die Spaten dann schließlich in die Erde gestoßen. Dann war es vollbracht. Nun steht viel Arbeit bevor. Ja, der Bauantrag ist eingereicht, ist jetzt in der Genehmigungsphase hier in der Stadt Wittenberg, wird geprüft, auch auf die archäologischen Belange. Wir wollen im nächsten Monat wollen wir dann mit den Gründungsarbeiten beginnen und dann soll der Rohbau mit einem großen Spanschicht möglichst im Juni oder Juli dann weitergeführt werden, sodass wir dann im vierten Quartal 2012 nächsten Jahr fertig sein können. Ja, wir schließen jetzt hier die bauliche Lücke zwischen Teilen, also der Altbauten in der Bürgermeisterstraße, hinten mit einem Abschluss. Hier hinten wird dann also dieses Parkhaus stehen. Die Fassaden werden angepasst, ja, an historischen Bedürfnissen der Altstadt. Aber auch dort sind wir ja noch in Abstimmung mit der Stadt Wittenberg in der Feintuning. Mit den Bauarbeiten des Einkaufszentrums startet eine Entwicklung, die sich die Stadt schon seit mindestens 1990 wünscht. Gerade auch im Hinblick auf 2017 nimmt das Projekt eine bedeutende Rolle ein. Etwa 250 neue Arbeitsplätze werden hier entstehen. Rund 42 Millionen Euro wird das Zentrum verschlingen. Nach der Eröffnung soll es dann ein neuer Anziehungspunkt werden. Wir werden hier am Arsenalplatz im Einkaufszentrum ungefähr 60 Läden in dem Center haben. Es wird eine zweigeschossige Handelsbespielung geben mit einer großzügigen Mall von der Jüdenstraße bis ans andere Ende, wo sich das Packhaus befindet. Die Mall wird in großen Bereichen zweigeschossig sein, sehr geräumig, um dort Gastronomie, Freiflächen, Aufenthaltsbereiche unterzubringen. Wir sind im Vermietungsbereich jetzt bei ungefähr 70% Vermietungsstand. Wir haben sehr interessante Mieter, auch für den Standort Wittenberg, die hier auch neu sein werden, aus dem Bereich Elektronik, junge Mode, Buchhandel, Drogerie, Lebensmittel und vieles andere mehr, was es bisher in Wittenberg so nicht gibt. Auch der im Rahmen der archäologischen Grabungen entdeckte historische Keller des Reformationsdruckers Hans Luft und ein Raseneisensteinkeller aus dem 13. Jahrhundert sollen dem Besucher des Einkaufszentrums dargestellt werden. Ein Name für das Zentrum ist im Übrigen noch nicht gefunden. Bei der Findung sollen die Wittenberger Bürger mit einbezogen werden. Doch schön der Reihe nach. Jetzt gilt es erst einmal, einen unfallfreien und reibungsarmen Ablauf des Baus zu wünschen.